Hinter uns sehen wir den Jagdpanzer 38T oder wie er auch oft genannt wird, der sogenannte Hetzer. Während des Zweiten Weltkrieges wurden solche turmlosen Fahrzeuge für die Wehrmacht immer wichtiger. Es gibt verschiedene technische Gründe und taktische Gründe, die jetzt hier zu weit führen würden. Aber wichtig ist, dass diese turmlosen Panzer, die Panzerjäger genannt wurden, oder Jagdpanzer oder Sturmgeschütze, das wurde alles durcheinander benutzt, dass die immer wichtiger wurden. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, 1941 wurden ungefähr 3.300 Panzer gebaut und knapp 1.000 von solchen turmlosen Panzern. 1944 wurden schon ca. 9.000 Panzer gebaut, aber über 10.000 turmlose Panzer. Das bedeutet, diese Fahrzeuge wurden für die Wehrmacht immer wichtiger für ihre Kriegsführung. Nun war es so, dass im November 1943 die Firma Alcat bombardiert wurde und die Fertigung der dortigen Sturmgeschütze brach zusammen. Nun brauchte man Ersatz, weil wir gerade gesehen haben, dass diese Fahrzeuge wichtig waren. Die Wahl fiel auf die böhmisch-mährische Maschinenfabrik in Prag. Das Problem war, dass die Kräne dieser Fabrik nicht die Fahrzeuge der Gewichtsklasse 24 Tonnen heben konnten. Um einen Vergleich zu sehen, da hinten, diese Jagdpanzer sind auch Gewichtsklasse 24 Tonnen. Also wurde die Erlaubnis gegeben, dass die böhmisch-mährische Maschinenfabrik neue Fahrzeuge entwickeln sollte, in der Gewichtsklasse von ungefähr 13 Tonnen, die durch die Kräne gehoben werden könnten und die trotzdem fast dieselbe Leistung haben sollten. Das Fahrzeug ist dann später 16 Tonnen geworden, schwer geworden, aber das ist eben dieser Jagdpanzer 38T oder auch Hetzer, von dem ungefähr 2.500 bis fast 3.000, je nachdem welche Quellen man benutzt, gebaut wurden. Das Interessante ist jetzt, dieser Jagdpanzer 38T ist zwar in der allgemeinen Erinnerung als Hetzer bekannt, hat historisch diesen Namen aber nicht gehabt. Bei der Wehrmacht hatten sehr viele Fahrzeuge Spitznamen, Suggestivnamen, also griffige Bezeichnungen, mit denen man sie erkennen konnte. Der Tiger ist der bekannteste, es gab aber auch noch andere wie die Grille, die Wespe, den Ferdinand und viele andere mehr. Manche dieser Namen wurden offiziell vergeben, einige waren inoffiziell, manche kamen von den Soldaten, manche von höheren Dienststellen, manche wurden sogar verboten, weil der Name irreführend war und sich nicht geeignet hat für ein Wehrmachtsfahrzeug. Manche dieser Namen sind auch erst nach dem Krieg aufgekommen und der Hetzer ist so ein Fall. Der Hetzer hieß zu seiner Lebenszeit, zu seiner Einsatzzeit niemals Hetzer. Offiziell wurde er nie so benannt und dass der Name an diesem Fahrzeug kleben bleibt, ist eine etwas kompliziertere Geschichte. Eigentlich ist dieses Fahrzeug immer gelaufen unter dem Jagdpanzer 38T oder Panzerjäger 38T. Manchmal wurde auch das T weggelassen oder ein leichtes oder leichter davor gesetzt. Auf jeden Fall war es irgendwie der Panzerjäger oder Jagdpanzer 38. Dieser Name wurde im Regelfall auch benutzt. Der Name Hetzer war ursprünglich vorgesehen für ein Fahrzeug namens E10. Das war ein nur auf dem Papier existierender, geplanter, kleiner Panzer, der mit einem fortschrittlichen 400 PS Motor stattliche 70 km/h erreichen sollte. So ein Fahrzeug hätte den Namen Hetzer auch verdient. Dieses Fahrzeug war eigentlich genauso langsam wie alle anderen Fahrzeuge seiner Generation auch. Da passt der Name Hetzer nicht wirklich. Als nun die Delegation des Heereswaffenamtes bei der böhmisch-mährischen Maschinenfabrik auftauchte und den Tschechen erklärt hatte, was jetzt geplant ist an Fahrzeugen, haben sie unter anderem auch über den E10 Hetzer geredet. Und da muss es ein Missverständnis gegeben haben, denn die tschechischen Ingenieure haben diesen Namen Hetzer für ihr neues Produkt übernommen, anstatt zu begreifen, dass es eigentlich für den E10 gedacht war. So ist der Name Hetzer mit diesem Jagdpanzer 38 in Verbindung gekommen. Nachdem das Fahrzeug dann produziert wurde und rausgelaufen ist in die Nutzung, ist der Name kaum noch nachweisbar in der Anwendung. Es gibt eine Abteilung, die hat mal gesagt, sie hätte 28 Hetzer erhalten, aber die hat danach dann direkt auch auf die richtige Bezeichnung umgeschwenkt im Schriftverkehr. Und es gibt vom Dezember 44 eine Notiz von Guderian für einen Lagevortrag bei Hitler, dem er sagt, dass der Name Hetzer von den Soldaten gekommen sei, was auf jeden Fall falsch ist. Ansonsten verlieren sich die Spuren der Begriffsnutzung wirklich im Dunkel der Geschichte. Die Soldaten haben damals Jagdpanzer 38 gesagt. Anscheinend hat sich der Begriff Hetzer dann in der Nachkriegszeit etabliert. Er war ja bekannt, er ist ein, zwei Mal gefallen. Und in Memoiren, Romanen und anderen Publikationen ist so ein griffiger Name wie Hetzer natürlich etwas, was wesentlich besser in Erinnerung bleibt, etwas, was man wesentlich besser schreiben kann. Damit ist in der Nachkriegszeit der Name tatsächlich mit diesem Fahrzeug verknüpft worden. Und das ist auch der Grund, warum wir hier im Museum den Begriff weiter benutzen werden als sozusagen Rufname des Fahrzeuges. Wir weisen darauf hin, dass 38 oder Jagdpanzer 38 der richtige Name ist, aber der Begriff Hetzer ist mittlerweile einfach im Nachhinein an dieses Fahrzeug herangetackert worden. Der Hetzer hat eine sehr ungewöhnliche innere Aufteilung. Damit das kleine Fahrzeug die Kanone von 7,5 cm Kaliber überhaupt aufnehmen konnte, musste sie ganz nach rechts auf die Seite des Fahrzeuges verbannt werden. Da vorne ist die Front.
Und das hatte zur Folge, dass der Fahrer hier vorne sitzt, dann der Richtschütze und dann der Ladeschütze kommt, alle drei hintereinander auf sehr kleinen Sesseln oder kleinen Hockern sitzend und unglaublich beengten Zuständen. Man sieht das hier, kein Platz und jetzt ist alles leer. Keine Munition, keine Ausrüstung. Normalerweise wäre hier alles voller Munition, darauf wären überall Kisten, Säcke, Kästen und so weiter und so fort. Der Kommandant, der vierte Mann des Fahrzeuges, saß in einer kleinen Nische hinter diesem gesamten Geschütz, genau da, wo jetzt die Kamera steht. Abgetrennt vom Rest der Besatzung und in einer sehr, sehr ungünstigen Position. Insgesamt war es auch so, dass das Bedienen des Geschützes sehr schwierig war, weil die Aufteilung dieses Geschützes so gedacht war, dass eigentlich der Ladeschütze auf der anderen Seite sein sollte. So war es in Kampfpanzern verbaut. Dort hatte er freies Feld zum Handeln. Hier musste der Ladeschütze über diese Absperrung rübergreifen. Sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr schwierig. Die Panzerung des Fahrzeuges ist nach vorne ausreichend für die damalige Zeit. 60 mm, das hat durchaus gereicht, um den üblichen Fahrzeugen zu trotzen, auf die der Hetzer treffen konnte. Die Seiten sind allerdings nur 20 mm dick. Das bedeutet, dass sie eigentlich von allen möglichen Fahrzeugen der damaligen Zeit, Cromwells, Churchills, den meisten Sherman-Varianten, auf über 3 Kilometer durchschlagen werden konnte. Das bedeutet, das Fahrzeug war unglaublich darauf angewiesen, die Front dem Gegner zuzurichten und dann sehr schnell die Position zu wechseln, wenn es aufgeklärt wurde, weil es eigentlich keinen richtigen Panzerschutz hatte, auch wenn es den Eindruck erweckt. Die Kanone selber ist für die damalige Zeit ein absolut ausreichendes Stück. Das ist eine gute Gelegenheit, sich mal in Erinnerung zu rufen, wie die Treffsicherheiten damals waren. Diese Kanone, die in vielen Fahrzeugen verbaut worden ist, hat über 1500 Meter auf einem Schießplatz, also in aller Ruhe, auf ein panzergroßes Ziel, noch Trefferquoten von 25-35% gehabt, bei aller Ruhe. Das bedeutet, im Gefecht war es wesentlich weniger und wesentlich schwieriger, ein anderes Fahrzeug zu treffen. Wenn man sich dann wieder in Erinnerung ruft, wie wichtig der erste Treffer für dieses Fahrzeug war, ist das schon ein sehr bedrückender Arbeitsplatz gewesen. Es bringt uns in Erinnerung, dass die Namen Panzerjäger und Jagdpanzer und so weiter schon auch beschönigende Begriffe waren. Diese Fahrzeuge waren darauf angewiesen, wirklich ein Versteck zu finden, mussten darauf hoffen, den ersten Treffer gut zu setzen und dann in Sicherheit entkommen zu können, weil sie einem kompletten Turmpanzer mit allen seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten doch bei weitem unterlegen waren. Wenn man sich die Geschichte der Wehrmachtspanzer anguckt, dann scheint es einen Trend zu geben, dass diese Fahrzeuge immer größer werden, immer schwerer werden, dass immer komplexere und größere Fahrzeuge in immer kleineren Stückzahlen gebaut werden. Interessanterweise richtet sich zum Ende des Krieges, in den letzten Kriegswochen und Monaten, das Interesse der Wehrmacht auf dieses Fahrzeug, auf den kleinen Hetzer mit seinen 16 Tonnen. Hitler hat schon während des Kriegsverlaufes immer mal wieder gesagt, dass er den Hetzer für die größte Errungenschaft der Waffentechnik dieses Krieges hält. Schon eine Aussage, die so ein bisschen konträr zu dem steht, was man immer mit diesen Manie-Vorstellungen von riesigen Panzern in Richtung Maus und so weiter in Verbindung bringt. Er wusste das Fahrzeug also durchaus als nutzbares Projekt zu schätzen. Im Januar 1945 kommt dann ein Papier raus, das überkommen ist bis heute, in dem eine Projektion der zu produzierenden Panzer gemacht wurde. Da wurde geschaut, welche Modelle sollen in welchen Größenordnungen produziert werden bis zum Jahresende 1945. Und interessanterweise werden die gesamten großen Fahrzeuge, also Königstiger, Jagdtiger, Panther, Jagdpanther, alle auf demselben Level gehalten oder steigen leicht oder sinken leicht. Auf jeden Fall bleiben alle in den niedrigen zwei- und dreistelligen Bereichen. Die Sturmgeschütze sollen sogar ganz auslaufen bis Jahresende. Und was wirklich in den Mittelpunkt rückt, ist der Hetzer. Der Hetzer soll in enormen Stückzahlen gebaut werden. Um das mal zu vergleichen, Ende August wären normalerweise pro Monat ungefähr 700 Panzerfahrzeuge von allen Typen kombiniert aus dem Werk gelaufen oder aus den Werken gelaufen. Vom Hetzer sollten 1200 Stück pro Monat gebaut werden. Und zum Jahresende 1945 sollte die Masse der Panzerfahrzeuge fast komplett auslaufen, aber es sollten 2700 Hetzer pro Monat aus den Fabriken laufen, also so viel, wie insgesamt vom Hetzer gebaut wurde. Das bedeutet, die Wehrmacht wird auf die letzten Meter noch lernfähig und übernimmt die Konzepte, die sich zum Beispiel im T-34, der dort hinten steht, abbilden, also mittlere oder leichte Fahrzeuge in großen Mengen zu bauen, in einfachen Versionen zu bauen, in praktikablen oder praktischen Versionen zu bauen und diese in großer Menge an die Front zu werfen. Das bedeutet, durch dieses Dokument wissen wir, dass zumindest die Möglichkeit bestand, dass die Entwicklung der Panzergeschichte der Wehrmacht einen ganz anderen Weg genommen hätte, als wir das heute in Erinnerung haben. Wie realistisch das war, politisch und von den Ressourcen her, ist natürlich eine ganz andere Frage.